Hallo meine Lieben, auch die nächsten Netten, herzlich willkommen zu meinem ersten Mal mit Scarlet Nexus. Eine Demo mal wieder von Bandai Namco und zwar Xbox exklusiv. Heißt, PlayStation-Besitzer können die leider nicht spielen, aber das Spiel kommt im Juli auch raus. Dann, glaube ich, für alle Plattformen und dann könnt ihr euch anschauen. Wenn es euch denn Spaß macht und ob es uns Spaß macht, das sehen wir jetzt, weil wir starten einfach rein. Ich weiß nämlich auch nicht, was mich erwartet. Deswegen einfach direkt Spielstart von ganz vorne. Werde die gewünschte Geschichte. Wir nehmen mal die Frau, weil mit LS bewegen wir uns, mit R ist die Kamera. Okay, so viel. Aktuellen Tipp schließen. Ja, den darfst du schließen. Wollen wir uns mal gucken, was hinter uns geht's irgendwo lang. This test will decide my assignment. I hope I'm in the same platoon as Naomi. Thinking about it now didn't be any good. Funktioniert. Mit A springen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Erfolg. Das ist sehr schön, dass es erfolgreich war. Kasane kämpft mit ihrer Kraft Psychokinese, um ihre mit Objekten mit mehreren Dolchen ihre Ausnahme. Okay. Sie kann gut in Luft kämpfen, sowie Flächen ausnutzen, wenn sie umzingelt ist. Ja. Waffenangriff mit X. Laden die PK-Anzeige geringfügig auf. Also das Lidern da unten wahrscheinlich. Es ist ein Mix aus Waffen- und Psychokinese-Angriff, um Gegner zu besiegen. Wenn du kein Ziel erfasst hast und ein Gegner angreifst, wird er automatisch erfasst. Das ist eine nette Sache. Dann probieren wir das doch einfach mal aus. Ja. Ja. Und B, Schritt A. Weiche Gegner mit L, S und B aus. Okay. Ja. Ja, erstmal anvisieren. Dann hauen wir das drauf. Hä? Wieso? Ah, da steht das davor. Ach, ernsthaft? So, jetzt greift er wieder an mit seinem Laser. Hä? Wieso? Hä? Achso, ich habe nicht genug. Okay. Ja, also ein bisschen angreifen, dass ich hier. Boom. Und ausweichen. So nicht. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Gut, ihr macht das hoffentlich eh nicht nach. So. Ja, okay. Okay. Grundlegende Kampfmechaniken sind da. Du kannst dir jederzeit einen Hilfebildschirm in der Bibliothek im Hauptmenü ansehen. Ja, okay. Everyone's here. Major Eden, may I ask a question? Oh, Naomi. We call each other by our first names in the OSF. Don't be so formal. No one looks their age here. And our ranks? They're just words on paper. The OSF only recognizes strength. I don't like to say we judge on strength alone, but that's mostly how it is. So, what was your question? Right. Haruka isn't here yet. I wonder if something happened. Haruka is our platoon's operator. She directs us from the back with telepathy. Can you hear me? I'm able to communicate telepathically within a 500-kilometer radius without the system's assistance. It's draining, though, so I need you to join the group. Naomi, Kasane, open your personal ports. The team leaders are Naomi and... Oh, Kasane. That's awfully nice of you, Shiden, letting the new scout be leader. No, I thought it would be best this way, so I volunteered. Huh? Well, well. It's big of you to go along with that, Shiden. Okay, let's get this mission on the road. Follow Haruka's navigation to the specified goal. Take out any and all others you see along the way. If you decide not to fight, I authorize you to retreat. That's all. Copy that. Okay, be careful. Don't provoke Shiden too much. Gute Story. Ja. Erledige alle auf dem Weg, die du triffst. Schön. Da sind so rote
Punkte auf der Karte. Aber da kommen wir nicht hin. Das war schon mal gut zu wissen. Das sind so kleine hellere rote. Sind. Ich glaube, die kleinen roten Punkte sind alles, was ich so gehighlightet habe, was ich werfen kann. Daher, das ist es. Ja, jetzt kommen doch die Gegner. Greifen meine Buddies eigentlich auch an? YB? Mach was. Ach, jetzt habe ich mich gewechselt. Ich habe mich gewechselt. LT. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit, was gerade passiert. Habe ich mich gerade verwandelt? Ich glaube, ich habe mich gerade verwandelt. Okay. Das SAS ist eine Gehirnverbindung über ein virtuelles Kabel, über die du zeitweilig die Kräfte von Verbündeten nutzen kannst. Ach so, ich habe bloß die Kräfte von meinem anderen Buddy genutzt. Nicht mich verwandelt oder so. Das SAS-Menü befindet sich im Kampf rechts unten. Ja, klassisch. Mit RB und BAY und X kann ich da jeweils was aktivieren. Jetzt sind diese Zeichen leider sowas von vielsagend, dass ich das einfach ausprobieren werde, was das macht. Der Effekt jeder Kraft hält für begrenzte Zeit an, sinkt die Anzeige auf 0, endet der Effekt. Klar. Du kannst den Effekt auch selbst mit RB und RS drücken oder, achso, beenden, indem ich es nochmal. Warum sollte ich den Effekt beenden wollen? Unterschiedliche Kräfte laden unterschiedlich lange auf, okay. Und sobald sie, gut, Cooldown, ganz normal. Okay, RB und, ja, ich weiß nicht, was das für, wir können ja, also die sagen gar nichts Symbol. Wir können da echt, ich glaube, lange überlegen, was die da machen. Da werden wir nichts finden. Kasani, wie auch immer. Durch Leinen von Elektrokinesen werden Angriffe und Psychokinesie-Objekte elektrifiziert. Angriffe können bei wiederholtem Einsatz den geschockten Status verursachen. Also geschockt. Dies ist effektiv bei durchnässten Gegnern. Klar, Wasser, Strom macht bzzzt. Für uns gut, für den Gegner nicht. Zusätzlich verursachten Waffenkombos Funken, wodurch du Gegner in der Luft einfacher treffen kannst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Scheiden stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Das wahrscheinlich meinte, genau, Scheidenritter. Das ist mein Buddy, der hilft mir. RB und mach das. Ah, jetzt. Okay, RB, dann mache ich Strom. Krieg ich den anders nicht tot? Ich glaube, man muss immer einen Finisher machen. Mach nochmal Strom. Mach es! Kleine Korrektur auch noch. Die roten Punkte sind nicht Sachen, die ich hochwerfen kann, sondern meine Fußspuren. Wir schauen mal gleich ins Menü. Wir gehen mal hier an die. So, jetzt gucke ich mal ins Menü, ob er mich lässt. Okay. Die sind, glaube ich, nicht dabei. Wir haben die. Die sind, glaube ich, auf Reserve. Die kann Hyperspeed, Elektrokinese, Psychokinese. Also man versucht, sie so ein Team zusammenzustellen, dass du von allen Seiten Sachen was Cooles dabei hast. Aber das wollen wir uns nicht anschauen. Leichtes Gilet. Halt 30% der maximalen Trefferpunkte. Also 210. Wir haben gerade 180 ungefähr verloren. Ja, machen wir noch nicht. Ausrüstung, okay. Hier könnte man noch krass sich ausrüsten. Kostüm gibt's nicht. Ich glaube, wir haben ja eh noch nichts. Doch, wir könnten hier verbessern. Schauen wir mal. Hirnkarte. Zeigt dir, welche Fertigkeiten. Okay, das ist jetzt so detailliert. Ich glaube, das kommt später im Spiel auch noch. Während des Lines von Hyperspeed. Ah, jetzt kommt Hyperspeed. Kannst dich so schnell bewegen, dass es sich anfühlt, als wäre die Zeit verlangsamt worden. Setz es ein, wenn du es mit schnellen Gegnern zu tun hast oder solchen, die du schnell besiegen willst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Arashi stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Ja, dann.
Hyperspeed. Kakarot's invisibility would be useful. Hä? Dann knall ich dir halt direkt das Ding drauf. Hat ja irgendwie nicht so viel gebracht. Are you nervous, Naomi? Your breathing is getting a little shallow. Wieso trifft er den in der Luft nicht? Ich hab den noch anvisiert. Sagen wir halt mal in der Zwischenzeit das ein. Finisher! Okay, jetzt haben wir ihn bekommen. Jetzt haben wir ihn bekommen. Schön! Okay, Hyperspeed, dann müssen wir kurz den Gegner wechseln. Hallo? Hä? Okay, dann machen wir halt doch den. LT. Hui! Nach oben. Stufenaufstieg. Ja, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich garantiert. Jetzt kommt gleich garantiert auch so ein bisschen Level dich und so. So, und hier donner ich direkt das Ding. Hä? Ach, den kriegen wir wieder nur mit Hyperspeed, so wieder da rum. Sind sie am Boden? Was kommt da hinten? Noch ein. Okay. Dann. Was ist das jetzt? Durchleihen von Duplikation. Klar, wir lernen alle Fähigkeiten. Kannst du Objekte duplizieren, die für Psychokinese genutzt werden? Bei aktiver Duplikationskraft sind gegnerische Panzer leichter zu durchbrechen. Also, wenn Leute mit Panzer kommen, so wie das große Ross gerade. Gut, und du kannst mit mehreren Objekten angreifen. Dies ist äußerst effektiv, wenn du mehrere Gegner gleichzeitig bezwingen willst. Wenn das Vertrauen zwischen dir und Kyoka stärken, kommen weitere Effekte hinzu. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal hin und dann machen wir jetzt Duplikation. Manche andere haben einen harten Panzer, die ihre Schwachstellen beschützt. Andere triffst, musst du den Panzer durchbrechen und die Schwachstelle enthüllen, um sie zu besiegen. Durch Angriffe auf Schwachstellen wird die Schmetteranzeige stark reduziert. Und links steht, für leichte Panzer drücken kannst du RT. Achso. The attack hit the enemy's outer shell. You might be able to break it. Leichtes Gelee. Und ausweichen. Das sollten wir mal wieder öfter machen. Ausweichen. Okay, also wir brauchen wirklich Duplikation. Hui, der haut ja ganz schön zu, der Kollege. Gelee reinziehen. Der haut ganz schön zu, der. Dann ist eine Duplikation fertig. LT. Hä? Ich hab doch. Also LT ist wirklich so ein Special-Zeug. Okay. Ja, jetzt kann ich wieder. Komm her. Okay, macht er nicht. Dann Duplikation. Ey, was haut der denn zu, der Buddy? Der haut zu, der. Ich werde nur piepsen. Oh. Hä, ich hab doch gezogen. Okay, das Heilen braucht ein bisschen. So, haben wir da hinten nicht so ein LT-Ding noch? So, komm. Räumen wir mal von der Seite weg. Okay, LT wirklich Ausschau halten. Das sind so starke Sachen und so Umgebungseffekte, nenne ich es mal so ein bisschen. Einfach hingehen. Wo die Fässer so groß waren. Ich glaube, ich habe das Ding nach oben verkackt. In dem Moment. Aber, okay, gut zu wissen. Also, Duplikation gegen Rüstung, Hyperspeed gegen Schnelle, Elektro gegen Wasser. Und was war das oben nochmal? Unsichtbarkeit. Gut, erklärt sich von selbst. Aber
lernen wir garantiert auch gleich nochmal gesondert, um wahrscheinlich hier vorbeizulaufen. Jetzt kommt Unsichtbarkeit. Wusste ich's doch. Wenn er hingeht, versteckt er sich, kannst du nicht knüppeln. Blöde Sache. Kannst du dich vor Gegnern verstecken? Dadurch kannst du die Schwachstelle des Gegners unbemerkt angreifen. Angriffe X oder AX und Spezialangriff Y. PK-Angriffe sind immer kritische Treffer. Okay. Was steht da noch? Du kannst einen mächtigen Meuchelangriff ausführen, der enormen Schmetterschaden verursacht, den du Y gedrückt hältst, während du unsichtbar bist, sobald er aufgeladen ist und loslässt. Okay. Ja, das war YB. Zeig mir deinen Finisher, Kollege. Hä? Wie? Hä? Der war doch schon weg? Oh, dann versteckt er sich da in seiner Werkzeugkiste. Ja, dann sammeln wir wieder das Grüne ein, bis ich hier wieder aufgeladen bin. Ich meine, liegt ja auf der Karte rum. Komm, wir können es auch einmal heilen in der Zwischenzeit, dass wir so ein bisschen Puffer haben. So viel zum Puffer. Jetzt gleich haben wir es wieder. Stark, ich wusste, dass es funktioniert. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Jetzt. Boom. LT. Diesmal finishen wir den Weg. Wieso haben wir eigentlich alle Glühbirnen als Kopf? Stufenaufstieg 3. Wow, Team Kasane is first to the goal. Team Shiden would have been first too. Shh, something's here. Good one. You picked up on the other before I did. Wait a minute, this one's a major other. Major? Gemma? A major other has appeared at the objective. Major others are others that killed OSF members in the past. Yes. Here it comes. I'll intercept. We'll be there in a few minutes. Just hold on. Contact with a major other. Don't overdo it, Kasane. Shiden, follow her lead. Now we're talking. Hope you're ready to see how strong I am. Quit barking then. It's time to show me some bite. Ein anderer ist erschienen. Ah, jetzt kommt das mit diesen Gedankenfähigkeit, was sie gesagt haben. Ich weiß nicht, was ich gegen den am besten. Ich sehe keinen Wassertropfen. Er ist nicht schnell. Tipps. Zieh Spezialobjekte mit LT herunter und wirf es auf. Okay, von oben irgendwo. Von seitlich muss ich die. Da, hier, da wird's angezeigt. Da ist irgendwas mit LT. Bin ich zu. Jetzt ist er da. Jetzt. Ah. Komm, komm. Zementier ihn zu. Wasser. Elektrokinese. Nochmal RT draufhauen. Nochmal RT. Are you okay, Kasane? A major other on your first mission. Ja, es sieht schon lustig aus, wenn er so alles britzelt und bratzelt und. Wir heilen uns mal lieber kurz. Und nochmal. Ach ne, hat einen Cooldown. Nochmal. So. Wo ist nochmal so ein großes Ding auf der Karte? Hier ist was. LT. Komm, spring her. Komm her, mein Großer. Komm her. Ausweichen. Schön. Und jetzt. Zementier ihn zu. Boom. Ah, ist schon schön. Wieder Wasser. Ich hab nix. Ich hab kein Wasser. Ist noch auf dem Cooldown. Egal. Drauf, drauf. Drauf, drauf, drauf. RT. Ausweichen. Verdammt, ich konnte nicht mehr. Puh. Jetzt stampft er auf den Boden. Okay. Gelee heilen. Ich könnte eigentlich mal mein Team Heal machen. Mal einfach um Buddy zu sein. Hier ist noch eins. Komm her, mein Großer. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her. Ja, fein. Gut gemacht. Ist halt leider dein Tod, aber hast es trotzdem gut gemacht.
Oder es war eine Stufe 1. Nee, es war eine Stufe 1. Hab mir schon gedacht. Natürlich kommen noch zwei verschiedene Phasen. Oder drei, oder? Obwohl. This thing is tough. Doch, das sah ziemlich final aus jetzt. What the hell do you think you're doing? I can protect myself, thank you very much. Victory! The Scarlet Guardians have won! The hero of this fight is, of course, Second Lieutenant Cassane Randall, who took down a major other on her first assignment. Congratulations, Lieutenant Randall. Let's hear what she has to say. How do you feel? You must be tired. Your first victory on your first deployment. Isn't that satisfying? Shiden gave all the orders. Ask him about it. What? So sorry I'm late. That was a good fight. Oh dear. Poor Shiden. This is Arashi. Sorry, looks like you caught the crow's attention. Arashi! You're right. They got Shiden. We'll take them. That's not like you. Kodama gets depressed if there are no crows around. Hi! Captain Arashi Spring! We're about to do a full sweep for others. Looking forward to seeing all you reporters there! Oh, they're finally gone. Let's go back to Suo, everyone. Copy that. Ja, das war's auch schon. Und zwar mit der weiblichen Seite. Wie ich nämlich erfahren habe, ist die männliche Seite komplett anders. Also wirklich von den Fähigkeiten her, von den Gegnern her, vom Gebiet her. Plus eins ist gleich ungefähr die Spieldauer. Wir haben jetzt für unseren Teil ungefähr 45 Minuten gespielt. Die andere Seite dauert anscheinend auch so. Also kriegt man da, glaube ich, einen guten Eindruck vom Spiel. Gerade wenn es, also finde ich an sich eine coole Sache, dass wirklich zwei getrennte Sachen sind. Ob die vielleicht im Spiel dann selber dann doch zusammengeführt werden oder so. Wer weiß. Das seht ihr dann, wenn es soweit kommt. Wir haben jetzt nämlich durch hier noch ein Spezialobjekt nämlich bekommen. Für das gesamte Spiel erhalten, wenn wir das, ja, schön. Also wenn wir mal das andere Spiel dann wirklich spielen, dann bekommen wir zum Beginn halt ein Spezialobjekt. Keine Ahnung, eine tolle Waffe oder was auch immer. Stand jetzt nicht genau dabei. Wenn es euch gefallen hat, schaut es euch gerne an. Kommt wie gesagt im Juli raus. Scarlet Nexus. Ich habe auch gerade nochmal auf den Namen geschielt. Und ich finde es eigentlich ganz lustig. Ich finde vom... Es sah cool aus. Es hat schon Spaß gemacht, wenn er alles so schön britzelt und frutzelt und die ganzen coolen Effekte. Und es hat auch gut funktioniert. Also fand ich ganz gut. Hab mich zwar gegen diesen einen Reitertyp schlechter angestellt als gegen den Boss, meine ich. Aber manchmal ist es halt so. Manchmal hat man so einen Gegner, wo man halt nicht gut ist. Aber so ist das. In diesem Sinne würde ich mich aber freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin, schreibt mir gerne was drunter, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo, ein Like und was auch immer. Die ganzen YouTube-Ausdrücke, ihr kennt das besser als ich. Aber ganz wichtig ist, nicht vergessen, die Inuiten haben kein Wort für Oberster. Sauerei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.